Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Lego City Undercover. Im letzten Part haben wir den Bluebell Nationalpark beendet und schon mal angefangen, ein bisschen uns hier in Fort Meadows umzusehen. Das werden wir jetzt natürlich auch noch fortführen. Ich meine, einiges hier in der Farm haben wir auch schon, also zumindest das, was hier so direkt an der Farm liegt, haben wir eigentlich schon ganz gut erkundet. Aber wir schauen uns trotzdem noch mal ein bisschen um. Ein paar Sachen, wie zum Beispiel diesen Grill, der mir gerade ins Auge fällt. Wieso haben wir den denn? Ach, wahrscheinlich hatten wir die Feuerwehrverkleidung noch gar nicht. Ein paar Sachen werden wir, wie gesagt, natürlich noch erledigen. Und auch noch ein paar schöne Sachen entdecken, hoffe ich. Und danach steht noch die Albatros-Insel an. Die wird also auch noch kommen. Ja. Kleine Ziegen. Ja, so sieht's aus. Okay, in diesem Sinne, dann wollen wir auch mal loslegen. Wir haben da unten einen Zeitlauf, wie wir gerade schon mal gesehen haben. Aber den starte ich erst, wenn wir uns hier schon mal ein bisschen auf dem Hof umgesehen haben, weil der führt uns ja wieder. Wobei, Moment, stimmt gar nicht. Der Zeitlauf führt einen ja in der Regel wieder dahin, wo man gestartet ist. Dann beginnen wir den jetzt direkt. Ich habe es jetzt im ersten Moment schon mit den Autoverfolgungsjagden oder dem Diebstahl verwechselt. Da wird man ja immer sonst wohin geführt. Aber das ist bei den Zeitläufen ja eigentlich gar nicht der Fall. So, dann wollen wir hier mal mit dem Trecker ordentlich durch die Gegend preschen. Ah, lass uns durch, Truck. Oh Gott, hat das Ding eine schlechte Lenkung. Nein, ich hänge hier noch fest. Himmel hilf. Oh ja, jetzt wird es auch knapp. Die Zeit ist nicht so großzügig bemessen. Ich meine, es reicht natürlich trotz bereits jetzt gravierender Fehler. Okay, wo lang? Okay, da, gut. Das war jetzt irgendwie nicht klar. Es stand geradeaus und man hätte leicht links und leicht rechts gekonnt. Wenn man Chase lenken, ich die ganze Zeit voll nach links eingeschlagen. Das war knapp. Okay, der Zeitlauf wird auf jeden Fall ein bisschen knapper als sonst. Ich meine, noch sieht alles passabel aus. Naja, warten wir es einfach mal ab. Ich finde diese Zeitläufe wirklich gut gelungen, dadurch, dass man irgendwie einfach nochmal durch das Gebiet rundgeführt wird. Eine schöne Sache. Hier kriegt man nochmal nette Rundumschau, was es so alles. Oh. Was es hier so alles zu entdecken gibt. Wo muss ich hin? Oh je, meine, jetzt versaue ich's. Hier musste ich überhaupt nicht rein. Doof. Naja gut, hilft ja alles nichts. Dann nochmal. Ich habe am Anfang ein paar wirklich blöde Fehler gemacht. Wenn wir die jetzt weglassen, wird's vielleicht etwas besser. Aber das scheint ja dann definitiv wieder mal einer der etwas kniffligeren Zeitläufe zu sein. Ich meine, so im Großen und Ganzen sind die alle sehr fair gestaltet. Ah, haben wir es gesehen hier, ne? Ich bin zwar vom Gas gegangen und dann ist die Lenkung wesentlich besser. Das hilft also. Da links dieses Parcours-Element, wo wir gerade dran vorbeigefahren sind. Ich erinnere mich, dass man da selbst mit Jetpack nicht dran kam. Ich frage mich, wie man das lösen soll. Boah, ich bin sogar selbst vom Gas geben. Komme ich hier durch die Kurve nicht? Naja, mal sehen. Vielleicht finden wir es ja noch raus. Aber so spontan fällt mir da jetzt nichts zu ein. Weil wenn es selbst mit Jetpack nicht geht, womit dann? Ich muss es vielleicht nochmal ausprobieren, ob man da auf diese kleine Kante springen konnte, aber ich glaube nicht. So, und jetzt bin ich mal gespannt, wo geht's denn hier lang? Das heißt geradeaus. Ja, das ist auch. Wie landet man denn hier bitte? Und hier wird auch nichts. Oh ja, nee, ist klar. Also das finde ich ein bisschen mies hier. Weil oben direkt vor der Schanze stand ja geradeaus und geradeaus war das für mich nicht. Das Gegenteil von geradeaus. 180 Grad Kehrtwendung zurück quasi. Naja, gut, was soll's. Okay, ich glaube, wir befinden uns auf dem Rückweg. Nochmal an dem Schloss vorbei. Hier drüber springen und dann wahrscheinlich nach links. Oh ja, jetzt müssen wir. Also, das ist echt mies. Man springt hier rüber und man muss ja komplett 180 Grad wenden und wieder in die andere Richtung. Also, von der Streckenführung. Naja. Ich meine, gut, wenn man jetzt ein bisschen Herausforderung will, und das sind die Zeitläufe ja eigentlich trotzdem nicht. Wenn wir mal auf die Zeit gucken, ist ja, ich kann jetzt hier noch gemütlich beilegen gehen hier. 20 Sekunden ist ja überhaupt kein Problem. Aber von der Streckenführung dann doch ein bisschen komisch. Das habe ich erst gelobt für den schönen Überblick, das ist auch so. Aber also diese zwei Stellen da, wo man dann komplett um 180 Grad sich wenden musste, das finde ich dann doch irgendwie ein bisschen.
ein bisschen übertrieben, ich weiß nicht. Na gut. So, nach da oben kraxel ich nicht nochmal. Da gab es, glaube ich, auch nicht wirklich was. Glaube ich, weiß ich. Wobei, wenn ich das so sage, am Ende gibt es da bestimmt doch was, ne? Aber da waren wir für die Mission ja mehrfach oben. Und wir haben hier in diesem Gebiet, also das ist eins der Gebiete, wo ich jetzt zum Untersuchen hingehe, obwohl wir schon über 50% sind. Was natürlich auch daran liegt, dass wir während den Missionen schon ein paar Sachen gesammelt haben. Oder deutlich mehr Sachen als jetzt an anderer Stelle. Ach, nochmal ein Pferd. Sehr schön. Aber ja, es gibt dementsprechend nicht mehr so viel zu entdecken hier. Also schon noch einiges, aber man findet nicht mehr so viele Sachen. Was war denn mit diesen Containern? Davon müssten wir doch eigentlich auch noch welche finden. Da haben wir ja eben einen von eingefärbt. Ich weiß gerade nicht mehr, welche Zahl dann dabei angegeben wurde. Ich halte mich jetzt hier erstmal einmal an den Bauernhof auf und dann gehen wir darüber hinaus gucken. Moment, war das da gerade ein wertvoller? Glaube ich aber nicht. Nee, es war nur eine Blume neben dem Stein. Das sah gerade aus dem Augenwinkel irgendwie so aus. Aha, ein Superschwein. Wie kommt man denn da dran? Wo führt das Ding? Ah, okay. Von da oben. Und hier muss man dann vermutlich mit dem Jetpack hoch. Ich versuche es jedenfalls gleich mal so. Ach genau, den Kaffee, den hatten wir ja richtig im letzten Part uns noch geschnappt. Na kommt, machen wir erstmal den Superstein. Bevor ich den wieder vergesse. Auch wenn wir den im Prinzip überhaupt nicht brauchen. Klappt das denn ja? Hupala, das klappt sogar zu gut. Ach komm schon, Chase, jawohl. Okay. Dann wollen wir mal. Yeah! Ach, das sieht schön aus, wie er so dahin slidet. Ich hoffe, der Gaul ist jetzt nicht weg. Oh, ich soll ja nicht mehr Gaul sagen. Pferd, ich meine das nicht abwerten. Das sind majestätische Tiere. Ach, hier war nochmal was zum Einfärben. Sehr schön. Und ich gehe doch mal davon aus, dass der dann auch der letzte von denen... Nein? Wir hatten erst einen Heuballen vorher. Kann ich aber nicht glauben. Aber gut, wenn das Spiel das sagt, dann wird es wohl so sein. Aha. Und hier ist nochmal eine Schubkarre. Von wegen Container, Schubkarre. Und zweimal was für unseren Farmer. Ach, wahrscheinlich so zwei Blümchen, über die man dann auf das Gebäude, ja, genau, draufklettern kann. Ich würde allerdings lieber da zu dem Superstein rein. Frag mich, wie das gehen soll. Vielleicht von oben? Wahrscheinlich. Ja, genau, das ist ein kleines Loch. Okay. Ich hab grad schon gedacht, wie soll das denn funktionieren? Ach, hier ist ein Trampolin. Ich wollte gerade sagen, und jetzt? Nee, bitte. Ja, genau, danke. So. Ich nehme mal das Pferdchen wieder mit. Sehr schade, wenn wir das verlieren. Das ist sehr passend mit dem Astronautenanzug. Oh ja. Passt jetzt nicht wirklich zusammen, aber naja gut, was soll's. Wäre ja cool, wenn wir jetzt mit Pferd mit dem Jetpack fliegen könnten, oder? Okay, hier ist auch noch eine Schubkarre, aber die ist bereits angemalt. Aber es kann ja wirklich bald nicht glauben, dass wir erst einen Heuballen hatten. Ich erinnere mich noch dran, dass ich die Dinger hier gesucht habe. Ich hätte jetzt sogar, hätte man mich das vor diesem Part gefragt, hätte ich sogar gesagt, die hatten wir komplett. Aber dass es noch nicht mal zwei waren. Aha, da oben ist nochmal ein Superstein. Also das verwundert mich jetzt definitiv. Jetzt kann man sich hier schön umsehen, wollte ich gerade sagen. Egal. Naja, vielleicht findet man ja noch. Und wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Überall Pferdchen, Pferdchen, Pferdchen. Ja, aber irgendwie, vielleicht ist der Heuballen ja auch einfach irgendwo anders. Ich überlege, ob ich vielleicht doch mal oben auf das Haus drauf klettern sollte. Wer weiß. Ja, wahrscheinlich verpasse ich irgendwas, wenn ich da jetzt nicht raufgehe. Aber ich meine mich halt erinnern zu können, da waren wir ja wie gesagt mehr als einmal oben drauf, weil ich mich da anfangs etwas doof angestellt hatte im Let's Play.
mit dem Fliegen, mit dem Hühnchen-Gleitflug. Hier hinten war es auch, meine ich. Das war einer der ersten. Hier, genau. Hier war auf jeden Fall einer von den Heuballen, die wir angemalt haben. Kann doch nicht erst der zweite gewesen sein. Aber gut, ich wiederhole mich, wenn das Spiel dazu sagt, dann wird es wohl so sein. Das wäre toll. Okay. Na gut, gehen wir mal auf die Dächer rauf. Mal ehrlich, ich wusste gar nicht, dass ich doch so viele Schweine besitze. Wen wundert's? Der ist so bekloppt, der Farmer. Ey. Vor allen Dingen, man betrachtet die Mauern hier. Als ob das die Bergschweine hier in irgendeiner Form davon abhalten würde, wieder abzuhauen. Eher nicht. Okay, sieht aber, wie vermutet, dann doch nicht so aus, als wäre hier irgendwie was Spannendes. Hier der Hühnchenflug, der führte uns ja nur rüber zu dem anderen Gebäude. Und da gab es auch nichts, da war ein Schwein, das weiß ich noch. Aber das hilft uns ja jetzt auch nicht weiter. Nee, okay, ich würde sagen, wir lassen die Farm jetzt hinter uns. Auch wenn wir dann vielleicht scheinbar Schubkarre und Heuballen übersehen haben. Das heißt, ich hole mir jetzt wieder ein Bike und dann weg von hier. Jetzt haben wir nun leider irgendwie ein bisschen mittendrin begonnen, was Fort Meadows angeht. Ach komm schon. Ja. Wo ist denn hier? Aha, genau, hier. Gut. Fahren wir nochmal zu der Rufsäule und dann von da irgendwie nochmal ein bisschen kontrollierter. Oder was heißt von der Rufsäule von... Ja doch, von hier. Von hier ist gut. Wie geht's hier eigentlich hin? War das... Ich meine, ich bin die alle schon mal abgefahren. Aber... Nee, okay, aber hier geht's... Nee, nee. So weit zurück wollen wir nicht. Wir sind jetzt schon auf der Brücke fast. Und das führt uns ja dann komplett aus dem Viertel raus. Und auf der Brücke haben wir auch eigentlich alles. Insofern wieder zurück. Aber finde ich cool, dass das auch solche Sachen möglich sind. Dass man hier auch in die Zugbrücken reinfahren kann. Wenn man hier rüberlatscht, gibt es da irgendwas. Also irgendwie müssen wir auch da raufkommen. Aber ich habe gerade noch keine Idee spontan, wie. Das werden wir aber hoffentlich noch rausfinden. Okay, gucken wir uns erstmal hier oben um. Hier gibt es ja noch einige... Oh! Einige Sachen. Das sieht mir doch nach einem Helikopterplatz aus, oder? Nee, ach schade, schade. Ein Holzblock, was leuchtet denn da im Hintergrund? Ach, da ist eine Katze. Die sehe ich jetzt erst da oben. Die kleine schwarze im Baum. Cool. Und ich weiß, ich habe beim einen Part damit begonnen, dass wir uns ein Reihenhäuschen gekauft haben. Also wenn ich Chase wäre, würde ich hier einziehen. Das gefällt mir wesentlich besser. Ich weiß, in der heutigen Zeit sind Städte sehr beliebt und ich habe zum Beispiel 4 Jahre in Köln gelebt und es ist eine coole Stadt, habe ich gerne da gelebt. Auch in Bremen war ich mal 1,5 Jahre. Aber ich muss sagen, ich finde ländliche Regionen schöner. Also so von der Umgebung, von der Landschaft, von der Ruhe. Ich sag mal, es sollte jetzt nicht völlig fernab vom Schuss sein. Okay, das ist völlig fernab vom Schuss, gebe ich zu. Aber wäre mir lieber als jetzt so komplett hardcore in der Innenstadt. Also das Optimum wäre für mich ländlich wie hier jetzt, aber mit einer schnellen Verbindungsmöglichkeit in die nächste Stadt. Und mit Stadt meine ich jetzt nicht unbedingt eine Millionenstadt, da reicht eine Kleinstadt. Okay, ja, okay, das wird einfach nur, um da drauf zu kommen, sein, die Pflanze hier. Brauchen wir nicht. Aber da rein will ich. Da sehen wir doch schon eine Verkleidung aufleuchten. Komm her. Jawoll. Ein bisschen klein, die gute Hütte. Aber hübsch. Und vor allen Dingen hast du hier mal einen richtig geilen Ausblick. Das muss doch cool sein. Schön, schön. Jetzt nochmal eine Verkleidung. Na gut. Immer her damit. Na ja, gut. Ich gieße die Blume mal. Es wird zwar wieder nur aufs Haus gehen, nehme ich mal an. Und da oben. Was soll man da? Ist da eine Luft was? Nee.
Ich meine, für die 3,5 Stats. Ah, Moment, okay, das ist dann, um in die. Na nun, das war jetzt ein bisschen zu stürmisch. Um auf die anderen Häuser drauf zu kommen. Ganz hilfreich. Jedenfalls, wenn man kein Jetpack hat. Einmal Zungenbrecher, bitte. Okay, und ein Hühnerflug und da vorne ist nochmal eine Verkleidung, aber. Hier irgendwas übersehen? Nein, scheint nicht so. Okay, hier nochmal mit der Feuerwehraxt. Wo haben wir sie denn? Habe ich wieder einmal in die falsche Richtung, wie immer. Aber das ist eh Standard. Boah, ist ja voll die Verkleidungsfarm hier oben. Eine nach der anderen. Und hier, was gibt's hier? Ein Safe? Aha. Bin mal gespannt. Nochmal eine Verkleidung? Nee. Ein Superstein. Na gut. Okay, jetzt hoffe ich, dass wir auch von hier aus da direkt raufkommen. Jawohl, tun wir. Locker. Und noch eine Verkleidung. Nee, ich will noch nicht runter. Hier ist es schön. Wobei, ich glaube, wir haben jetzt hier so ziemlich alles, ne? War ja auch einiges so für den kleinen Zeitraum. Also wofür die dann... Ich aktiviere's mal, aber ich denke mal, es geht einfach nur aufs Haus daneben. Was eigentlich? Ja, das ist ja total unnötig. Moment. Nein! Boah, Gott sei Dank habe ich den aktiviert. Ich habe erst gedacht, das sei einfach nur, um auf das Haus direkt davor zu kommen. Und da wäre das ja völliger Quatsch. Da kann man ja selbst ohne Jetpack wahrscheinlich draufspringen. Aber Pustekuchen. Gott sei Dank. Da hätte ich mich dumm und dämlich suchen können, hätte ich das jetzt nicht gemacht. Weil das hätte ich ja dann in meinem Kopf kategorisch ausgeschlossen als Lösung. Aha. Ein Superbau. Ob das ein Helikopterplatz ist? Hätte doch was. Schauen wir mal. Aber erstmal jagen wir die verdammte Silberstatue in die Luft von Rex Fury. Nix ist, mein Freund. Du kriegst hier keine Andenken. Ach ne, das ist nur zum Abspringen. Na gut. Auch wenn ich mich frage, was das bringt, wenn man... Ja okay, wenn man jetzt den unendlich Dynamit-Cheat nicht benutzen würde und man wäre hier jetzt gerade ohne Dynamit gelandet, dann wäre es vielleicht mit dem Helikopter dann einfacher hier zu landen. Aber andererseits, wenn man einmal hier war, dann weiß man ja eigentlich, wie es hier hingeht. Das ist schon eine Runde unnötig, der Superbau, muss ich sagen. Naja, was soll's. Egal. Ah, ich wollte doch eigentlich fliegen. Fliegst. In diesem Bahnhof hier, in diesen Stellen, wo man sich hier hochziehen kann, da waren übrigens auch Verkleidungen drin. Hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt, dass ich den mal offscreen aufgebaut habe. Okay, Leute. Fort Meadows neigt sich auch irgendwie allmählich dem Ende zu. So allzu viel gibt es nicht mehr zu sehen. Oben das Schloss gibt's noch, da waren wir noch nicht. Aber da waren wir schon relativ häufig... Oh, da oben ist noch eine Verkleidung. Waren wir schon relativ häufig während dem normalen Let's Play. Also schon während der Story. Ich hoffe, das führt nach oben. Jawohl. Hier haben wir nochmal einen Presslufthammer-Zeitlauf. Also ich werde gleich trotzdem nochmal zum Schloss gehen gucken. Vielleicht finden wir ja nochmal die ein oder andere Kleinigkeit, aber... Ja, im Großen und Ganzen war es das dann. Naja, gut, eins nach dem anderen. Packen wir uns erstmal hier den... Wo ist er? Da! So! Auf mit dem Teil! Und los geht's. Ich bin echt mal gespannt, mit wie viel Supersteinen wir enden werden. Also ich schätze jetzt mal, oder ich hoffe, wenn wir 350 von 450 erreichen, dann wäre das, denke ich, ein ganz guter Schnitt. Weiß schon, haben wir 450. Das muss man sich eigentlich auch wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, ey. Der Wahnsinn. Ich meine, gut, andererseits, man kriegt hier auch für totale Kleinigkeiten einen goldenen Stein. Das ist nicht wie bei Super Mario, wo ein Stern auch wirklich, ich sag mal, was zu sagen hat. Aber, ja, trotzdem. Es ist schon verdammt viel, was man hier finden und entdecken kann. Also für so ein Singleplayer-Spiel, was eigentlich in der Regel keinen allzu hohen Wiederspielwert hat, oder sagen wir mal nicht Wiederspielwert, weil damit hat das, was ich jetzt sagen will, nichts zu tun, sondern Langzeitspielspaß, so. Und da ist das Spiel eigentlich 1A. Das hätte ich nicht gedacht am Anfang. Also ich habe mich auf das Spiel gefreut und
Ich fand es von Anfang an klasse, aber ich hätte nicht erwartet, dass es so lange immer noch komplett neue Sachen bietet. Toll. Muss man sagen. Richtig gut. Oh nein. Ich habe ein einziges... Oh shit. Eine tolle Rolle. Irgendeins ist nicht richtig kaputt oder so. Ja, das ist natürlich Murks jetzt. Ja, das muss ich dann wohl normal machen. Ach, ich werde gar nicht gefragt, ob ich nochmal möchte, sondern okay, wir sind ja direkt noch hier, insofern nicht schlimm, aber ich hätte jetzt gedacht, jetzt kommt wieder wie beim Zeitlauf, wenn man den versemmelt hat. So eine, wollen Sie nochmal starten? A für ja, B für nein, Abfrage. Aber gut, dann starten wir mal wieder nochmal. Aber ein bisschen wundern tut es mich schon. Also ich muss ja dann irgendwie einen... Ja, irgendwie nicht richtig kaputt gemacht haben, ne? Weil ein Einzelner wird nicht irgendwo anders sein. Ja, wie gesagt, ich werde dann einen halt irgendwie nur so teilweise zerstört haben. Ich habe gerade auch noch geguckt, ob irgendwo einer von den Feldern, ein oder zwei von den Steinen noch so komisch wackeln, weil das ist ja im Prinzip das Zeichen, dass die noch nicht kaputt sind. Aber jetzt achten wir einfach auch mal ein bisschen drauf, dass sie jedes Mal, wenn wir irgendwo drüber gehen, auch wirklich eine Zahl erscheint. Die erscheinen ja manchmal erst recht spät. So, genau. Ich wollte gerade sagen, hier haben wir jetzt zum Beispiel nichts, aber es kam einfach erst noch ein bisschen später, einen kleinen Moment. Jawohl, jetzt haben wir hier auch alle. Okay, dann da vorne nochmal den Aufgang rauf. Den haben wir jetzt gerade vergessen. Also nicht vergessen, aber wir sind ja den anderen Weg runter. Das dürfen wir jetzt nicht vergessen. Aber den haben wir gerade auch nicht vergessen. Ach, hier oben haben wir aber dann doch noch, ja, mehr als nur den Aufgang liegen gelassen gehabt. Ah ja, aber jetzt passt's. Ja, okay, sehr schön. Keine Ahnung, welchen wir gerade eben vergessen haben, aber irgendeiner wird's gewesen sein. Jetzt haben wir nämlich alle. Gut. Dann haben wir einen weiteren goldenen Stein. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt nochmal zum Schloss hoch. Und dann soll es das für Fort Meadows und eigentlich für die ganze obere Welt gewesen sein. Im nächsten Part geht's dann nochmal in... Die in ist gut, auf die Gefängnisinsel. Und ja, Leute, dann ist mein Lego Let's Play vorbei. Könnte ich ja schon fast ein bisschen nostalgisch werden. Schnüff. Nein, es kommen viele neue coole Projekte. Da brauchen wir nicht traurig sein. Es gibt als nächstes werden Mass Effect 3 und Lego City. Ach, ja, Lego City, Leute. Ich mach's direkt nochmal. Nein. New Super Luigi U. Das sind die beiden Spiele, die ich als nächstes angedacht habe. Und ich denke, das ist auch eine gute Kombination, weil es zwei völlig verschiedene Spiele sind und auch verschiedene Spielergruppen ansprechen könnten. Was nicht heißt, dass es keine Leute gibt, die beide Spiele interessant finden. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Leute, die das eine Spiel interessant finden, nicht zwingend das andere... Nein, ich formuliere es anders. Was ich meine ist, dass Leute, die das eine, die eins von beiden uninteressant finden, dann das andere was für sie sein könnte. So, jetzt habe ich es, Mann, das war schwer. Und da haben wir doch noch die dritte Schubkarre. Das ist doch was. Besser als nix, oder? Ich habe ja gesagt, ich glaube nicht, dass wir... Oh, hätten sie die nicht noch einen Kilometer weiter weg packen können. Ich habe gesagt, dass ich nicht glaube, dass es hier noch allzu viel gibt, weil wir hier schon ein paar Mal waren. Aber, wie man sieht, immerhin. Na komm schon, Rex. Noch einmal schnell oben drauf klettern. Ich glaube, da gab es ja auch so ein Hühnerflugfeld, wobei das hat einen nur relativ weit weggeführt. Oh... Es lohnt sich halt doch immer alles nochmal zu untersuchen. Was ist das? Ein Sprungfeld. Und wo führt es mich hin? Jetzt bin ich mal neugierig. Aha. Wie cool ist der denn? Geil. Ein komplett neues Easter Egg. Okay, wir kriegen keine Belohnung, aber... Eigentlich war das Belohnung genug. Coole Sache. Klasse.
Okay, Leute, wisst ihr was? In Anbetracht der Zeit, ich mache hier einen kleinen Cut. Und ja, ich sammle jetzt gleich das Maya offscreen. Ihr habt ja gesehen, wo die Verkleidung liegt. Die sammle ich jetzt gleich offscreen ein, aber die Zeit ist echt schon sehr fortgeschritten. Das heißt, wir sehen uns im nächsten Part wahrscheinlich schon auf der Gefängnisinsel. Ich denke mal, da werde ich dann schon hinreisen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Gordrak. Ciao.